Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Wir sind hier noch bei diesem Sondereinsatz. Wir hätten hier noch gerade zwei Wachen, die ich dann ganz gerne mal loswerden möchte. Sehr schön. Und dann kriegen wir netterweise auch unsere Pfeile wieder. So, habe ich eine Karte oder irgendwas? also ich muss jetzt Richtung Montares oder Panteras. Und dich haben wir schon erledigt, oder wie? Garten irgendwas. Scheinen einige Ziegen zu sein. Buschen. Hallo. So, hier sind aber dann, So, okay, ich bin hier. Alles klar. Dann, husch, husch. Scheint einer allein zu sein, oder? So wie das aussieht. Hätten wir auch noch jemand. Ich glaube, du bist da drin, ne? Mehr oder weniger. Oh, beziehungsweise davor. Da mal hin. Ja, ich glaube, hin können wir uns schleichen, um rückweg werden die halt dann Alarm schlagen. Wir müssen halt so schnell wie möglich dann zurück, ne? Das ist tatsächlich mal so meine Vermutung. Hier war doch auch noch jemand, ja. Die Frage ist, ist er alleine? Naja, das sind ein paar, scheinbar. Okay, und hier sollte auch noch jemand sein. In Ordnung. Aber ich glaube dann, ich denke mal, dem Rauch zu folgen ist gar keine so schlechte Idee, ne? Ein paar Uhrzeitziegen. Okay, ihr werdet zu zweit. Kommt aber auch dummerweise genau in meine Richtung. Aber passt.
Andererseits könnte es halt auch sein, dass sie jetzt gleich die Leiche sehen, ne? Ich glaube, sie hat sie gerade gesehen. Okay, gerade noch rechtzeitig. Ja gut, ja. Das wird sie wahrscheinlich entdeckt haben. Wird schon passen. Ich glaube, die anderen rennen jetzt nicht so viel hier rum, dass das problematisch werden könnte. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Jawohl. Dann warten wir noch kurz und erledigen dich dann, wenn wir mal freies Schussfeld und Ruhe haben. Na gut, die scheinen aber einfach nur Offiziere zu sein. Und die Karten nicht bei sich zu tragen. Wahrscheinlich halt einfach ein bisschen stärker. Und aufmerksamer. So, dann. Ja, geht's weiter. Nächste Ziege. Und da hinten ist noch jemand. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir den irgendwie loswerden. Dann können wir uns hier nochmal umschauen. Obwohl, ich glaube, das hier sollte einigermaßen sicher sein. Zumindest mal diese Ecke. Und du bist auch nicht alleine. Was? Dann schalten wir euch doch mal aus. Auch nicht, dass ich meine Pfeile wieder zurückkriege. Sehr, sehr freundlich. So. Oh. Flüchtlinges. Der Pterodactylus glitt auf großen Schwingen durch die Luft und war ein sehr beeindruckendes Reptil. Sie besaßen sehr gute Augen. Wie die Falken von heute. Um ihre Beute tief unter sich am Boden zu erspähen. Sie wussten, dass man immer wachsam sein muss, um Gefahren zu erkennen und die Familie zu ernähren. Ah, die habt ihr wohl erledigt, ja, okay. Den haben wir zerlegt. Wieso lagen da noch Pfeile? Hab ich, weiß gar nicht, hab ich einmal daneben geschossen? Ich glaube eher weniger. Da wird's jetzt zur Bar gehen. Okay, ja, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, der Rauch ist halt auch einfach schwer zu übersehen noch. Das ist ein ganz schönes Stück, das wir nachher zurücklegen müssen. Blödes Vieh. Thank you.
So, dann schauen wir, ob wir da vielleicht von oben irgendwas erledigen können. Wie gesagt, das Scharfschützengewehr hat leider keinen anständigen Aufsatz dafür. Jetzt wäre das alles wesentlich angenehmer. Kann ich hier irgendwie runter? Okay, da haben wir einiges. Auch mit Alarm. Ich habe ja Glück und kann den ausschalten. So, hier ist ja noch irgendwo der Kollege, ne? Leiser fallen, bitte. Hey, ich habe das Besucherzentrum gefunden. Keine Ahnung, wo das Kühlgerät ist. Scheiße, vielleicht wurde es woanders hingebracht. Weit kann es nicht sein. Rhea Campos hat das Sagen da und vermutlich den Schlüssel. Ich suche sie. Suerte. Ah, okay. Okay, wir müssen tatsächlich nur einen der töten. Und okay, du hast dann den Schlüssel entsprechend. Nicht drei Stück. Schätze ich mal. Da ist er. Habe ich Glück und der guckt in die andere Richtung da hinten. Aber um sicher zu gehen. Na, wahrscheinlich hat er nicht gesehen, aber hey. Hier doch schon einiges. Ja, okay. Mitzunehmen, wie mir scheint. Gut, dann schon mal vielen Dank für die Pfeile. War hier noch jemand? Ich hätte gerade eine Markierung auf der Karte gehabt. Auf der Minimap irgendwas gesehen. Na gut. Okay, da sind es, glaube ich, einige. Da ist ein Stolperdraht. Mhm. Sehr gut. So, dann ja, da haben wir den Hubschrauber. Ich glaube, dich erledigen wir auch gleich mal da oben. Wenn du mal wieder in Reichweite kommst. So. Ah ja, da haben wir es. Gut. Lola? Ich glaube, ich habe den Niente Campos gefunden. Sie muss den Schlüssel zum Kühlgerät haben. Ich werde sie mal nett danach fragen. Ja, viel Glück damit. Okay, bisschen mehr los. Jesus,
Du? Ja. Hey. Na komm. Dankeschön. Haben wir richtig Glück. So, dann dürfte hier noch irgendwo einer sein. Und wir hätten hier Ruhe. Schön. Ich dachte, wir hätten alle Alarme deaktiviert. Na, scheinbar doch nicht. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Wahrscheinlich war ich nicht lang genug dran. Das kann natürlich auch sein. So, ah ja, schön, dann kriegen wir tatsächlich auch noch Pfeile zurück. Sehr gut. Ministerin Marquessa. Na gut, das scheint sich damit verknüpft zu sein. Aber aufgrund der... Da ist das. Ja. Ne, wir müssen tatsächlich alles einzeln deaktivieren. Hier sind schon genug von euch. Ah, da wieder ein Stolperdraht, okay. Den Schlüssel brauchst du nicht mehr. Das sehe ich genauso. Ja, ich denke, sobald wir das aufmachen, geht dann Alarm los, ne? Von daher... Lola, ich hab die Waffe. Ich mach mich auf den Weg zu dir. Scheiße, du bist echt gut, Guerriero. Kühl die Waffe im Schatten oder mit Wasser. Oh, und bring mir was aus dem Souvenirladen mit. Ach, das willst du nicht. Ist alles voll mit Blut. Wir sehen uns später. Alles klar. Okay, da haben wir jetzt neue Gegner. Ja, aber ich glaube, das geht einigermaßen. So, hopp, 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 hopp. Die haben es halt schon zur Hälfte. So, ich möchte jetzt ganz... Ja. Hier ist Wasser. Dummerweise aber auch Gegner. Komm, 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 komm! Was? Da ist doch jemand. Das war knapp.
So. Gut, und das, du gehst dann auf Null wieder komplett runter. Sehr schön. Ja, ich denke, dann sollten wir das hinkriegen. Alles klar, dann gehen wir hier aber das nächste Mal noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.